Als Landesrätin für Kultur des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe heiße ich Sie ganz herzlich willkommen und das möchte ich natürlich auch im Namen meiner Kollegin Frau Milena Karabeit vom Landschaftsverband Rheinland tun, die auch heute hier in Dortmund anwesend ist. Und der Anlass ist der dritte Bildungspatenkongress. Und wir freuen uns besonders, dass Sie, Frau Schulministerin Sommer, nach Dortmund gekommen sind. Denn Ihr Haus räumt der Kooperation von Schulen und kommunalen Bildungspartnern einen hohen Stellenwert ein. Das halten wir für sehr wichtig und das wissen wir auch sehr zu schätzen. Begrüßen möchte ich auch den Hauptredner des heutigen Vormittags, Herrn Professor Dr. Boos vom Institut für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund. Sie, Herr Boos, führen uns heute auf der Basis aktueller empirischer Befunde in das Thema: Was können regionale Bildungslandschaften vor Ort leisten? Ein. Ich begrüße zudem recht herzlich die Leiter der Medienzentren, Herrn Tessel und Herrn Dr. Köster, sowie Herrn Faupel als Leiter und Geschäftsführer der Medienberatung NRW. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Medienberatung NRW ein gemeinsames Angebot der beiden Medienzentren der Landschaftsverbände und des Schulministeriums. Als Organisatorin der heutigen Veranstaltung hat die Medienberatung ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Es thematisiert dieses Mal die unterschiedlichen Aspekte der Kooperation von Schulen und kommunalen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Ganz besonders freue ich mich, dass mehr als 70 Praktikerinnen und Praktiker heute hier nach Dortmund gekommen sind. Sie haben sich bereit erklärt, hier auf dem Kongress ihre Erfahrungen zu teilen, Impulse für weitere Kooperationen zu setzen und der Tagung ja eine ganz spannende, lebendige Atmosphäre zu geben. Sie, die Pädagoginnen und Pädagogen aus den Schulen, Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Medienzentren, aus den Museen, den Volkshochschulen, den regionalen Bildungsbüros, aus den Kompetenzteams und den Schulverwaltungen. Sie alle begrüße ich recht herzlich. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Meine Damen und Herren, damit Bildung gut funktioniert, brauchen Schulen Partner vor Ort. Bildungs- und Kulturangebote können schulisches Lernen bereichern und zu mehr Chancengerechtigkeit beitragen. Genau aus diesem Grund hat die Medienberatung NRW 2005 die Initiative Bildungspartner NRW gestartet. 4 landesweite Bildungspatenschaften für die Schulen sind bereits etabliert. Das sind die Bibliotheken, die Medienzentren, die Museen und die Volkshochschulen. Diese Bildungspartnerschaften haben, und davon bin ich fest überzeugt, das Potenzial, die Lernchancen jedes einzelnen Kindes zu verbessern. Grundlagen für erfolgreiche Bildungskarrieren und gesellschaftliche Teilhabe werden so geschaffen. Und im Fokus steht heute für uns die Frage: Wie kann systematische Zusammenarbeit von Schulen und kommunalen Partnern in Bildungspartnerschaften erfolgreich gelingen? Und deshalb lautet die erste Botschaft, die ich Ihnen heute mitgeben werde: Kommunale Einrichtungen sind starke Partner der Schulen. Und der Trailer, den wir vorab gesehen haben, hat bereits gezeigt, wie lebendig Lernen an außerschulischen Lernorten sein kann. Und aus meiner persönlichen Erfahrung als Archäologin, als Museumsleiterin und als Kulturdezernentin weiß ich, welche Schätze wir besitzen. Und damit meine ich nicht nur einzelne Exponate und herausragende Bilder, sondern ich meine auch gerade die Art, wie diese Dinge vermittelt werden, wie sie präsentiert werden. Sie werden sinnlich oft aufbereitet und emotional. Und das führt dazu, dass viele Jugendliche auch erstmal einen Zugang zur Geschichte und zur Kultur bekommen. Das alles vermitteln wir in heute völlig anders aufgestellten Museen, in denen neue Medien auch eine wichtige Rolle spielen. Und für uns ist es unwahrscheinlich wichtig, in dem Zusammenhang auch neue Wege bei der Vermittlung zu gehen. Das heißt,
Wir erzählen nicht nur und berichten nicht nur über einzelne Stücke, sondern man kann Kultur und Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und erleben. Man kann selbst etwas ausprobieren, selbst etwas machen und so einen wunderbaren Zugang zu Kultur und Geschichte bekommen. Aber auch methodisches und analytisches Wissen und Können wird heute schon an außerschulischen Lernorten vermittelt. So möchte ich hier nur mal ein Stichwort geben: Forscherlabor. Schüler und Jugendliche können heute schon selbst Archäologen sein und selbst komplizierte wissenschaftliche Vorgänge selbst nachvollziehen und ausprobieren. Und wir als Landschaftsverbände sind natürlich dabei und unterstützen diese Vorhaben und Ansätze. Aber wir unterstützen das, machen das nicht nur bei unseren eigenen Einrichtungen, sondern die Landschaftsverbände haben eine Infrastruktur aufgebaut, die auch den Kultureinrichtungen vor Ort hilft. Das heißt, nicht nur zum Beispiel beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe stärken wir unsere eigenen 17 Museen, nein, unser Museumsamt und auch das Medienzentrum und die Archivämter beraten die kommunalen Einrichtungen vor Ort und geben auch hier Hilfestellungen und fördern. Und deshalb möchte ich, lautet meine zweite Botschaft, Kultur und Bildung gehören zusammen. Und das möchte ich nochmal betonen, ist für beide Landschaftsverbände selbstverständlich. Und daher möchte ich mich ganz im Sinne der Aachener Erklärung des Deutschen Städtetages ausdrücklich für die kulturelle Bildung aussprechen. Sie gehört zu einer umfassenden Bildung. Kulturelle Bildung ergänzt kognitives Lernen, fördert Kreativität und unterstützt Integration. Und als kleines Beispiel, das gestatten Sie mir bitte, mein damaliger Grundschullehrer suchte schon außerschulische Lernorte auf. Und das waren damals neben vielen kleinen Museen, war es auch die Ausgrabung in meinem Heimatort. Und da haben fachkundige Archäologen schon damals den Schülern erzählt, was sie da tun, warum sie das tun, welche Spuren sie im Boden finden, wie man die lesen kann. Und dabei habe ich gelernt, dass eine einfache Scherbe schon wunderbare Geschichten erzählen kann. Möglicherweise hat das auch dazu geführt, dass ich dann in meinem ersten Leben Archäologin geworden bin. Aber was ich sicher weiß, ich habe damals gelernt, kleine Zusammenhänge im Kleinen zu verstehen, um das ganze Große dann besser zu verstehen. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass Archäologie nicht nur in Ägypten und in Rom und in Griechenland stattfindet, sondern auch vor der eigenen Haustür und dass es wichtig ist, diese Geschichte zu bewahren. Und so tragen die kommunalen Bildungs- und Kultureinrichtungen mit den ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, die sie haben, mit dazu bei, dass wir eine umfassende Bildung anbieten können. Und betonen möchte ich, dass die kommunalen Ressourcen, die auch die Schulen unterstützen können, immens sind. Und ich möchte hier nur einige Zahlen nennen. Wir verfügen insgesamt über ein flächendeckendes Netz von alleine 289 Bibliotheken, 53 Medienzentren, 686 Museen und 135 Volkshochschulen. Und mit diesem Wissen und Können kann schulisches Lernen bereichert und auch gefördert werden. Meine Damen und Herren, die Kommunen übernehmen Verantwortung für die Bildungsprozesse vor Ort. Das tun sie in den Kreisen, den Städten und den Gemeinden. Dies tun sie dann aber gemeinsam mit dem Land auch für schulische Bildung. Deshalb lautet meine dritte Botschaft: Staat und Kommune haben gemeinschaftlich Verantwortung für Schule. Sehr geehrte Ministerin, ich freue mich sehr, dass wir beide heute hier für die gemeinsame Verantwortung von Kommunen und Land für die Bildung unserer Kinder stehen. Und auch ihr, erlauben Sie mir bitte noch mal einen Einschub. Ich bin selber Mutter von drei Kindern und weiß, wie wichtig außerschulische Lernorte sind. Nicht nur, weil sie den Unterricht bereichern und mal eine Abwechslung darstellen. Hier wird Wissen vorgehalten, was in den Schulbüchern oft nicht vorhanden ist und was sehr aktuell ist, was auch kein Internet bieten kann. Aber ich habe auch mitgelernt, dass Schule funktioniert, außerschulische Lernorte funktionieren auch. Aber wir müssen noch die Schnittstelle verbessern, dass diese außerschulischen Lernangebote optimaler noch genutzt werden können. Die Schnittstelle muss verbessert werden für eine effektivere Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, die gemeinsame Agentur von Staat und Kommunen ist die Medienberatung NRW.
Mit ihr ist eine abgestimmte Unterstützung der Schulen vor Ort möglich. Dies gilt vor allem in den Bereichen Lernen mit Medien und Kooperation mit kommunalen Partnern. Und man kann sagen, die Initiative Bildungspartner NRW ist unser Erfolgsmodell kommunaler Unterstützung von Schule. Und circa 1000 Schulen profitieren nach einer aktuellen Befragung bereits davon. Und dieses Modell passt sehr gut zu den Strukturen der regionalen Bildungsnetzwerke. In 38 Regionen in NRW unterstützt das Land diese Bildungsnetzwerke bereits mit personellen Ressourcen. Die übrigen 15 sollen immerhin, wir haben schon November, noch in diesem Jahr folgen. Die Bildungspartner NRW haben für diese Netzwerke Vorarbeit geleistet, die Schnittstelle schon verbessert und fachliche Beiträge entwickelt und erprobt. Seit 5 Jahren mehr als erfolgreich. Und für die Landschaftsverbände ist klar, und da spreche ich eindeutig natürlich auch im Namen meiner Kollegin Milena Karabatsch, wir machen auf jeden Fall weiter und werden auch weiterhin eigene Ressourcen in Bildungspartnerschaften investieren. Und zum Abschluss wünsche ich Ihnen und uns für heute viele fachliche Anregungen und innovative Impulse. Lassen Sie sich inspirieren von den Praxisbeispielen, den methodischen Hinweisen und den Materialien in der Ausstellung. Nehmen Sie viele Anregungen, Ideen mit und, das möchte ich an dieser Stelle sagen, lernen Sie für Ihre tägliche Praxis. Und ich möchte mit einem Zitat von Benjamin Britten enden, der sagte, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück. Und damit möchte ich mein Grußwort beenden und übergebe das Wort an Ministerin Sommer. Vielen Dank.